Ja, hallo zu einem neuen Einfach mal zocken. Ich habe mich heute mal für was ganz anderes entschieden. Tell me why. Das habe ich gratis bei Steam bekommen. Zwar nur Kapitel 1, aber immerhin. Und ich habe schon ein bisschen was über dieses Spiel gesehen, gehört und das soll eine ganz fantastische Erfahrung sein. Und ich habe mal überlegt, ja, ich nehme das jetzt hier mal als nächste einfach mal Zockenfolge, um das mit euch so ein bisschen zu erleben. Vielleicht ist ja sowas auch mal was für mich. Wie gesagt, ich habe sowas in der Richtung noch gar nicht gespielt. Es geht hier um das Geschwisterpärchen und ich weiß, oder zumindest glaube ich, dass er hier früher mal ein Mädchen war und sich hat umoperieren lassen. Aber das wird im Laufe der Story, ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen jetzt hier, ne? Das wird im Laufe der Story hier alles noch so ein bisschen erklärt. Mal gucken, wie weit wir spielen. Ich habe das mal kurz angetestet. Von den Einstellungen her habe ich, jetzt muss ich mal gucken, ob das hier okay ist, so von Kopfhörermodus, verbesserter Raumklang. Naja, gut, ich habe zwar Kopfhörer auf, aber ich lasse das mal auf normal für euch. Also, es ist für mich jetzt noch angenehm. Ich werde aber trotzdem mal die Musik ein bisschen runtersetzen. Machen wir mal so. Gut. Und dann würde ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel. Tell Me Why ist ein storybasiertes Spiel, in dem jede deiner Entscheidungen zählt und deine Beziehung zu den... Oh, ist immer so schnell weg der Text. Delos Crossing, Alaska. Hey, Knaps. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, okay? Was ist heute Nacht passiert? Ich wollte ihr meine neue Frisur zeigen. Sie hatte eine Waffe. Sie... Lass dir Zeit. Sie ist ausgerastet. Ich... Ist schon okay. Nein, ist das nicht. Es ist nicht okay. Mom wollte mich umbringen, also habe ich sie erstochen. Ich habe sie umgebracht. Kapitel 1: Heimkehr. Ja, es fängt schon echt interessant an. Ich hoffe, das mit dem. Zuerst suche ich die Schlüssel zum alten Haus. Dann fahre ich nach Fireweed und bleibe einfach ganz cool. Alles wird gut. Ich muss jetzt trotzdem noch mal kurz. Es ist ein bisschen sehr, sehr laut. Ich hoffe, dass das jetzt hier so okay ist. So. Ja, mit WASD können wir uns bewegen. Und ich muss sagen, die Gute hat ein Zimmer. Das gefällt mir richtig gut. Das könnte meins sein. Ich bin ja auch so ein Science-Fiction-Fan. Alles, was so mit Weltraum zu tun hat. Irgendwann werde ich mehr davon ausfüllen. Vielleicht buche ich Tickets, wenn das Haus verkauft ist. Können jetzt hier mit verschiedenen Dingen interagieren. Nicht hier. Ich will mir unbedingt den Meteorschauer ansehen. Vielleicht möchte Tyler ja mit? Nachtwache Alaska von Arnold Thiry. Hey, willst du dir für brennende Felsbrocken am Himmel den Arsch abfrieren?
Tja, hört sich nicht so verlockend an. Oh, ich muss Tyler zwingen, sich den mit mir anzuschauen. Er wird ihn echt hassen. Ach ja, ich habe ihn hier unten versteckt. Hier hast du dich also versteckt. Das fühlt sich wie ein anderes Leben an. Uhr. Ich frage mich, ob die Uhrzeit hier im Spiel... Okay. Ich glaube, ich kann jetzt los. ...auf, also in Echtzeit vergeht, ne? Die Uhr da oben zeigt dieselbe Zeit an. Naja, wir werden uns ja hier noch ein bisschen umgucken. Um diese Tageszeit werde ich wohl keine Sterne sehen. Okay, hier können wir anscheinend nichts machen. Ich habe seit der Highschool nicht trainiert. Bin bestimmt eingerostet. Ich könnte mir dieses Bild ewig ansehen. Mars. Ja, ist ein faszinierendes Poster, ganz ehrlich. Was haben wir denn hier noch? Unser Spiegelbild. Ja, ich sehe ganz passabel aus, oder? Warum habe ich das noch? Der Anblick erinnert mich jedes Mal daran, wie allein ich bin. Allison and Bobby von 2012, okay. Achso, wir können uns das sogar durchlesen hier. Karibische Träume, Abschlussball 2012. Polizeichef Brown bittet Gemeinderat um neues Budget. Hafenstreik beginnt diese Woche. Bürgermeisterwahlkandidat Tom Vecchi für Waffenreglementierung und... Ob Tyler mich überhaupt erkennen wird? Geld für örtliche Schulen. Das letzte Foto ist noch aus meiner Die-Haare-zu-Hause-Färben-Phase. Eine To-Do-Liste. Geschenk, Fahrplan, Snacks und Getränke, Autoschlüssel, Hausschlüssel. Okay. Ich glaube, ich kann jetzt los. Michael und Tyler werden sich super verstehen. Ganz schön verrückt, ihn nach all der Zeit wiederzusehen. Das Foto hatte er doch, glaube ich, auch in seine Tasche gepackt, oder? Ob er sich darüber freut? Na klar. Oder ist das zu viel? Willkommen daheim. So, gibt's hier sonst noch was anzugucken? Ich sollte die wegwerfen. Immerhin kann ich sie jederzeit streamen. Aber der Anblick der Box macht mich glücklich. Eine Sternreise, die Hexen von Eltham, Staffel 1 und 2. Also ich habe ja auch eine große DVD-Sammlung, also DVD und Blu-ray. Aber ich würde trotzdem um nichts in der Welt meine, ja, DVD-Boxen, die ich im Regal zu stehen habe, wegwerfen. Nur weil ich das streamen kann. Ja, wenn mal Internetausfall ist oder so, dann kann ich mein Die Zeugs... muss ich mit nach Juno nehmen. Kann ich mein Zeugs immer noch gucken. Also ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich permanent am Netz hänge. So, hier hinten ist eine Tür, aber da kommen wir nicht durch. Ja, würde ich mal sagen. Haben wir es, oder? War echt ein geiles Zimmer, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Ellie,
Sie wird sich bestimmt unwohl fühlen. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und förmlich? Wieso keine E-Mail? Tja, ich dachte mir für ein Hey Bruderherz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen. Nachdem du 10 Jahre im Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer. Du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist, die Maschinen die Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, das du bei Kerzenschein lesen kannst. Siehst du, ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Also versuch das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Sie werden dich bestimmt vermissen. Ich habe neue Reifen anbringen lassen, bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen. Und spar dir abfällige Bemerkungen, wenn du meine Karre siehst. Sie hat einiges erlebt und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Veggies haben mir den Tag freigegeben. Wir können also direkt zum alten Haus fahren und es für den Verkauf vorbereiten. Ich kann es kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen. Nur damit das klar ist. Drück dich, Allison. Tja. Ich kann kaum glauben, dieses Zimmer zum letzten Mal zu sehen. Okay, ich bin soweit fertig hier. Red nur noch mit Mann. Ich werde diese Vögel vermissen. Wir sehen uns, Tyler. Drück dich. Danke. Bester Mentor, du wirst uns fehlen. Viel Glück. Bis bald. Du hast es rausgeschafft. Vaya con Dios. Ich frage mich jetzt aber, war er hier im Knast oder hat er hier, weil es geht um Schützlinge, ne? Und, ja. Was ist das denn hier alles? Die habe ich zuletzt in Dauerschleife gehört. Enemigos Southside Flippin. Duplex Duo The Dark Arc of Destiny. Blöd, dass ich die da lassen muss. Aber wenn ich das voll aufdrehe, bricht das alte Haus sicher zusammen. Und The Light Distribution Further. Mann, der Soundtrack meiner angsterfüllten Teenagerjahre. Soll der nächste Rebell es haben. Der wird es mehr brauchen als ich. Tja, hätte ich gern mal reingehört. Kunstausstellung von Schülern des Fireweed Youth Center im Grindhouse. Tyler Ronan 20 bringt die jungen Tlingit-Künstler in lokalen Top-Veranstaltungsort. Okay, was haben wir hier? Noch zu erledigen. Tutoraufgaben. Perez mit Motivationsschreiben fürs College helfen bis zum Wochenende. Dr. Beck anrufen wegen Tutorsitzungen mit Jeremy. Aaron treffen wegen Gartenprogramm. Sonstiges Papierkram vorbereiten für Flucht. W2 und Brief 2. November. Irgendwas für Allison. Vielleicht könnte ich... Nein, das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Mann, der wird's weit bringen. Und ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Ja, ich weiß nicht, ob das zwingend notwendig ist, werde ich vermissen. Sich hier alles anzugucken. Aber ich habe dann immer Sorge, gerade bei solchen Spielen, dass man irgendwas verpasst, ne? Schutz vor der Flut. Ich hätte es so gerne zu Ende gelesen, aber Gott, war das zäh. Das kenne ich. Songs of Innocence von William Blake. Die kenne ich inzwischen fast alle auswendig. Also ich bin ja auch eine Bücherratte oder ein Bücherwurm. Aber ich habe manchmal auch echt dicke Wälzer, die ich dann nicht schaffe. Hey, du Kleiner. Bald wirst du deine Schwester wieder treffen. Die ich dann nicht schaffe, zu Ende zu lesen. Aktuell bin ich auch gerade an so einem 1500 Seiten starken Stück. Cool. Jetzt bin ich aufbruchbereit. Ciao, Herbert. Der nennt seine Pflanze nicht wirklich Herbert. Ciao, Herbert. So, was haben wir da? Feiern, aufklären, zusammenhalten. Trans-Visibility March in Juno. 31. März 14. 17.30 Uhr bis spätabends. Organisiert von Juno Bund für Gleichberechtigung. Ihr bleibt hier. Dann lernen die Kleinen noch was über Filmklassiker. Ja, den kennen wir natürlich alle. Ne? Fire in the, was? In the Hole? Ja. Ein Quentin Barbolino-Film, ja. Denali. Ich muss mich für nächsten Sommer bewerben. So, haben wir da noch was? Nimm mich, dieser Karton voll Müllschätzen gehört jetzt dir, dem rechtmäßigen Finder. Tja, gut. Testosteron TRX auffüllen. Okay.
Das war jetzt der Brief von Allison, oder? Hey Aaron, du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke, aber du warst der beste Tutor, den sich ein gefährdeter, aber reformierbarer, haha, Jugendlicher wünschen konnte. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen. Wenn ich aus Fireweed raus bin, überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel Tyler. Okay, gut. Dann haben wir's. Würde ich sagen, ja. Bitte gib mir Wasser und Sonne, danke. Aber die Musik finde ich ja mal richtig episch. Nein. Sie hat ihn tatsächlich rausgeworfen. Hi, Tyler. Hi. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen und du sagst Hi, Tyler? Oh, sorry, ich... Schon gut, Allison. Hi ist doch ein guter Anfang. Ist das schön, dich zu sehen. Finde ich auch. Willst du noch irgendwas mitnehmen? Nein, das war's. 10 Jahre in einer Tasche. Dann sollten wir gehen. Wir dürften noch die Morgenfähre kriegen. Die steht dir gut. Danke. Die ist von einem meiner Schützlinge. Die ist echt klasse. Ja, ich finde, er ist echt wahnsinnig talentiert. Ich habe Cafés in der Gegend überzeugt, seine Kunst auszustellen. Tyler Ronan, Mentor der nächsten Generation. Ja, wir sind im Arsch. Also, wirst du irgendwas hier vermissen? Okay, jetzt können wir auswählen. Das Essen oder die Leute? Natürlich die Leute. Ganz ehrlich? Die Leute. Die anderen Bewohner, meine Schützlinge, mein Tutor Aaron. Der Anfang war schwierig. Aber dann wurde es mein Zuhause. Ich habe ihnen vertraut. Ich konnte dort ich selbst sein. Das ist toll. Das freut mich echt für dich. Fahren wir nach Dallas Crossing oder schieben wir? Du kannst gern zu Fuß gehen. Nee, versuchen wir es. Willst du dich nochmal umsehen oder so? Fertig. Fahren wir. Ich find's ein bisschen komisch, dass da gar keiner ist, der ihn verabschiedet. Wirklich, ich bin viel zu unkreativ, um mir sowas auszudenken. Oh, und letzte Woche musste die Fähre umkehren, weil ein Bär mit an Bord war. Nicht im Ernst. Jemand hörte aus einem Lieferwagen Lärm, also haben sie reingeschaut. Und drin lag dieser Bär, fett und zufrieden auf einem ganzen Berg leerer Chipstüten. Immer dem Essen nach. Oh, das kann ich verstehen. Was ist dann passiert? Ich weiß nicht genau. Er wollte wohl nicht raus, also wurde er betäubt. Oh, armer Kerl. Ein Schuss in den Hintern für ein Fressfleisch. Tja, du weißt ja, wie es heißt. Im Bärengebiet geht Sicherheit vor. Ja, aber Prävention wäre besser. Wenn man vorher richtig nachdenkt, dann muss es gar nicht erst so weit kommen. Den Bären geht's gut, Tyler. Noch. Hast du schon gehört, dass sie überlegen, die Gesetze zur Trophäenjagd wieder zu lockern? Höhere Jagdquoten, grausame Bodenfallen. Sogar die Jagd im Winter soll wieder erlaubt werden. Was für Arschlöcher erschießen schlafende Tiere? Ich bin kein Jagdgegner, aber Raubtiere sind extrem wichtig für das Gleichgewicht in unseren Parks. Was?
Warum grinst du so? Ich meine es wirklich ernst. Oh, das glaube ich, Ranger Tyler. Noch nicht. Aber zumindest den Schulteil habe ich hinter mir. Unglaublich, dass du schon einen Bachelor hast. Ich habe so ein halb abgeschlossenes Zertifikat in Buchhaltung von einem Online-College, das meine Kreditkartennummer geklaut hat. Du findest schon raus, was du willst. Du hast Zeit. Wie geht's dir? Als würde ich auf einen Schneesturm zufahren und das Nebellicht ist kaputt. Wahnsinn, geile Gegend. Wirklich. Und was ist mit dir? Allison? Wow, ich war gerade total in Gedanken. Sorry. Was ist los? Tut mir leid, ich versuche nur die Tatsache zu begreifen, dass du hier bist. Dass du neben mir stehst. Auf dem Weg nach Delos. Das muss dir nicht leid tun. Es ist echt krass. Warum haben wir die Fähre genommen, statt zu fahren? Ich wollte nicht noch 2 Stunden länger mit dir im Auto feststecken. Haha. Wir müssen die Fähre nehmen. Sie ist der einzige Weg von Fireweed nach Delos. Verstehe. Ein Glück. Noch 2 Stunden mit dir am Steuer hätte mein Magen auch nicht mitgemacht. Tut mir leid. Willst du weiterfahren, wenn wir an Land sind? Nö. Irgendwann musst du dich wieder ans Steuer setzen, weißt du? Hör zu, ich habe einen Van von Fireweed in den Graben gefahren. Hey, immerhin hast du das Stachelschwein verschont. Ich schätze, es hat sich nicht viel geändert. Du meinst denn Delos? Noch immer ein trostloses Kaff. Ich will endlich hier raus. War es echt so schlimm? Ziemlich. Aber es hätte auch noch schlimmer sein können. Du meinst, wie in einer Einrichtung für gestörte Jugendliche zu landen? Aha. Wenigstens hattest du Michael. Ja. Ohne ihn hätte ich die Highschool wohl nicht überlebt. Sicher fehlt er dir, wenn du ein Juno bist. Wie geht's ihm? Gut. Gut, gut. Aber ich sehe ihn außerhalb der Arbeit zurzeit kaum. Er ist mit Tanzen beschäftigt und plant mit seinem Clan ein Potlatch. Ist das Rauch da drüben beim Steinhaus? Die alte Hütte wurde wohl endlich verkauft. Ja, oder die Gespenster wärmen sich am Feuer. Ob die neuen Besitzer wissen, dass es dort spukt? Tina hat bestimmt alles getan, um es zu verheimlichen, bis der Kaufvertrag unterschrieben war. Ach, das Haus war mir immer unheimlich. Diese Fenster sind wie riesige, gaffende Augen. Hm. Meinst du, die Leute reden auch so über unser Haus? Wahrscheinlich. Also, wir kehren wirklich zurück, was? Zum Steinhaus? Ich meine, wir gehen nach Hause. Ja. Ja, tun wir. Ob jemand das Haus kauft? Bisher keine Interessenten. Anscheinend sind Mordhäuser ohne Strom nicht besonders gefragt. Immerhin ist die Aussicht hier schön. Nicht wie in Juno. Hey, Juno bietet tolle Bergaussichten. Und es gibt Leute, Unterhaltung. Willst du noch bei mir einziehen? Ich denk drüber nach. Hey, kann ich dich was fragen? Schieß los. Ich hab gehört. Ich meine, als du, naja, deinen Abschluss hattest und vor 3 Jahren Mentor wurdest, du warst immer noch die ganze Zeit in Fireweed, oder? Größtenteils. Eigentlich wollte ich ein paar Mal zu diesen Treffen für Transgender in Juno, aber immer kam was dazwischen. Ich hätte wahrscheinlich mehr unter Leute gehen sollen. Doch ich wollte lieber da sein, falls die Bewohner mich brauchen. Du konntest also kommen und gehen, wie du wolltest. Ja? Warum fragst du? Ach, nichts. Ich mach mir nur zu viele Gedanken. Bin neugierig, was du so gemacht hast. Das ist echt eine schöne Landschaft. Allison? Ja? Spuck's aus. Okay, versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Was ist denn?
Ein Geschenk. Von Eddie. Ich weiß, du magst ihn nicht besonders, aber... Tut mir leid. Von Eddie also. Du meinst wohl Chief Brown. Also den Polizisten, der mich festgenommen hat. Komm schon, Ty, du... Und dein Adoptivvater, wegen dem du mich 7 Jahre lang nicht besuchen durftest. Die Leitung von Fireweed hat ihm recht gegeben, Tyler. Sie hielten es für das Beste, für uns beide. Tja, nun, das war's nicht. Vertragt euch doch. Ihr seid die 2 wichtigsten Menschen in meinem Leben. Bitte. Für mich. Ich vergeb ihm doch nicht, nur weil er mir irgendwelchen billigen Ramsch schenkt. Es ist ein Geschenk, Tyler. Du weißt, was Geschenke in der Kultur der Tlingit bedeuten. Und was es heißt, sie abzulehnen. Na gut. Ich nehme ihn, aber ich trage ihn nicht. Wirklich? Echt? Damit das klar ist. Ich mache das für dich, nicht für Chief Brown. Weißt du, nenn ihn doch Eddie. Oder auch Onkel? Nein, danke. Hast du das gehört? Wow. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ja. Wäre es sehr unpassend, wenn ich jetzt zu Hause anrufen muss? Ja. Vollkommen. Sorry. Nur zu. Und entschuldige dich bitte nicht andauernd. Okay, entschuldige. Danke. Also das ist ja so schön inszeniert, dieses Spiel. Seltsam, wieder auf diesem Boot zu sein. Hinweis, bleiben Sie so lange im Fahrzeug, bis die Fähre angelegt hat. Oh. Wäre ein gutes Wortspiel gewesen. MV-Saboteur, Alaska Sea Lions. Wäre ein gutes Wortspiel gewesen. Wenn alle Stricke reißen, befolgen Sie die Anweisung des Kapitäns. Morgen! Hallo. Genießt du die Fahrt? Ich kann mich an dieser Aussicht nie satt sehen. Aber hallo, wohin geht's? Delos Crossing? Ich auch. Auch aus der Gegend? Bin hier aufgewachsen. Ach, sieh mal an. Ich bin in deinem Alter nach Anchorage gezogen. Damals gab's in Delos fast nur Indigene. Tlingit, Haida. Ich war seit 5 Jahren nicht daheim. Wurde also Zeit für einen Familienbesuch. Allerdings. Du hast es vielleicht noch nicht gemerkt. Aber die Leute werden ganz schnell alt. Stimmt. Mein Name ist Alex. Alex Gershwin. Nicht verwandt. Mit George Gershwin. Gershwin, der Pianist. Alle fragen immer, ob wir verwandt sind. Also sag ich's lieber gleich. Oh. Wie sagtest du, ist dein Name? Hab ich nicht. Ich bin Tyler. Tyler Ronan. Ronan. Ronan? Von den Ronans? Aha. Also, du
wusste gar nicht, dass die Mädchen einen Bruder hatten. Hatten wir nicht. Ah. Ich... Hat mich gefreut. Ja. Viel Spaß in der Stadt, Tyler. Herr Allison, nehmen wir statt dem Highway die Panoramaroute? Allison? Ich glaube, sie hört dich nicht. Dann wohl nicht. Ja gut, ich denke nicht, dass das jetzt hier relevant ist, dass wir uns das alles angucken müssen. Da hinten brennt doch ein Lagerfeuer. Hallo nochmal. Welch Zufall, dich hier zu treffen. Sehr gesprächig ist er ja jetzt auf einmal nicht mehr. Ja, so wie es aussieht, werden wir gleich anlegen. Genau wie in meiner Erinnerung. Nur verschwommener. Wie ein liegengelassenes Polaroid. Von außen wirkt es fast charmant. Der Charme ist nicht das Problem. Strukturelle Intaktheit? Schon eher. Glaubst du, es könnte sein, dass der Käufer es... Naja,
abreißen lässt? Wenn es jemand kauft, kann er damit machen, was er will. Kümmert dich das gar nicht? Ich etwa? Klar. Überall hier sehe ich Bilder unserer ganzen Abenteuer. Und ich sehe überall nur sie. Allison, wir könnten was essen gehen. Morgen loslegen. Nein. Wir schaffen das nur, wenn wir anfangen. Okay. Nach dir. Jetzt ist ja mein Forscher- und Entdeckerdrang wieder geweckt hier. Ne? Es gibt so viel zu entdecken und zu erkunden. Und da habe ich immer keine Lust, gleich straight der Story und dem Ziel zu folgen, sondern ich würde mich immer gerne so ein bisschen umgucken hier. Hey, erinnerst du dich daran? Komm schon, Tyler. Hier draußen ist es eiskalt. Du hast recht. Sorry. Gehen wir rein. Okay. Also ich finde es bisher auch richtig spannend erzählt, ne? Ich glaube nicht, dass wir reinkommen. Verschlossen. Naja, gut, dass ich daran gedacht habe. Ist das der richtige Schlüssel? Klar. Vielleicht hat jemand das Schloss ausgewechselt. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Gibt's einen Plan B? Ja, wir kommen anders rein. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, wir kannten doch Millionen Wege rein und raus. Einer davon muss funktionieren. Ich könnte ein Fenster einschlagen. Sowas tun zivilisierte Leute nicht, das ist dir bewusst. Ach, wir sind also zivilisiert? Na, vielleicht nicht. Aber wir wollen das Haus hier verkaufen. Da helfen kaputte Fenster uns nicht gerade. Die listigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oder sollte ich sagen, an uns? Wir waren fast öfter Kobolde, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig, den alten Bären? An die meisten schon, ja. Aber nicht mehr so genau. Hey, weißt du, wo das Buch mit all den Geschichten ist? Nein, keine Ahnung. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Es ist fest verschlossen. Was hat sie nachts hier draußen gemacht? Komm schon, Mann, denk nicht darüber nach. Wir durften nie ihr Werkzeug benutzen. Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass wir uns verletzen. Hausgemachte Reinigungsprodukte helfen sicher dem Planeten, aber ihre Lagerfähigkeit ist für die Katz. Schreibt es. Naja, immerhin ist das Werkzeug da. Das hilft beim Reparieren. Die sind auch echt gut. Marianne legte Wert auf Qualität. Oh. Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja, verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Was hast du gefunden? Unseren versteckten Schatz. Echt jetzt? Warum haben wir ihn da versteckt? Kobold-Geheimnisse sind absolut sicher. Was hast du gefunden? Unseren versteckten Schatz. Echt jetzt? Warum haben wir ihn da versteckt? Kobold-Geheimnisse sind absolut sicher. Sesam, öffne dich. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja. Kennst du noch andere Passwörter? Honigtau? Nö. Bringt nichts. Das kann ich auch nicht öffnen. Macht nichts. Wir finden einen anderen Weg rein.
Okay, wir haben ja hier hinten noch eine Stelle gehabt. Hier unten, wo er mir noch was angezeigt hat. Da schaue ich mal. Vielleicht kommen wir da nämlich rein. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Ich glaube, in der Hütte war einer. Schraubenzieher. In welcher Hütte? Oh, da unten ist ja noch ein Bootshaus. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Es ist fest verschlossen. Gut, da kommen wir nicht rein. Tja, dann schaue ich mal zum Bootshaus runter. Oh, da kam wohl jemand zu Besuch. Lustig. Ich erinnere mich gar nicht an die, als wir Kinder waren. Bestimmt hat unsere Mutter ihnen eine Heidenangst eingejagt. Ja, so wie jedem anderen auch. Willst du da wirklich raus? Nein, du hast recht. Willst du da wirklich raus? Nein, du hast recht. Okay. Ich wollte ja nur nach Werkzeug gucken. Ich frag mich, ob noch Fische im See schwimmen. Eddie hat uns hier das Angeln beigebracht. Angelst du noch? Nö. Und du? Jeden Sonntagmorgen, sobald ich Fireweed verlassen durfte. Allein? Ja. Zuerst hat es mich wahnsinnig gemacht. Aber dann gefiel es mir irgendwie. Es war entspannt. Im Ernst? Ja, du weißt schon. Der See, das Wasser, der Himmel und ich nur ein kleiner Fleck mittendrin. Ein Fleck. Mit einem Joint? Immer. Dass ich dich echt dazu überreden konnte, diesen windschiefen Baum hochzuklettern. Ja, das kriegst du nicht nochmal hin. Ach komm schon. Schließlich bin ich runtergefallen. Und ich musste nach Dallas Crossing laufen, damit Tessa dich ins Krankenhaus fahren konnte. Mir ging's gut. Wenigstens brauchen wir die jetzt nicht. Zum Glück. Weißt du noch der Schneesturm von 2004? Marianne ließ uns schaufeln. Stundenlang. Immerhin hat sie ein Spiel daraus gemacht. Stimmt. Die Tunnel, um dem Eistroll zu entkommen. Eines ist sicher. Sie konnte uns zu allem bewegen, wenn sie eine Koboldgeschichte draus machte. Also das sieht mir nicht nach grüner Energie aus. Nicht, dass sie das Geld für Solarpaneele gehabt hätte. Tja, wo sollen wir denn hier jetzt bitte schön nach Werkzeug gucken? Marianne verwöhnte die Vögel immer. Sie konnte besser mit Tieren als mit Menschen. Das kann ich nachvollziehen. Weißt du noch, wenn wir Spielzeug im Sand verloren haben, dachten wir, der wilde Jäger hat's gestohlen. Wie viele Sandburgen haben wir damit gebaut? Keine, die es noch gäbe. Hey, an dem Rechen habe ich mir mal den Fuß aufgeschnitten. Warte mal. Dein Fuß? War ich das nicht? Was? Ach ja, ich glaube, du hast recht. Hey, Kleiner, du bist nicht in deinem Element. Woher weißt du das? Vielleicht ist er ein Schneefisch. Tja, da bin ich jetzt schon das erste Mal ratlos hier. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Ja, das Werkzeug. Marianne hat wohl doch was Brauchbares hinterlassen. Ja. Wir müssen jetzt allerdings noch reinkommen. Ohne kaputte Fenster. Mal sehen. Was ist das? Spürst du das? Leertaste gedrückt halten, um dich auf dein Band zu fokussieren. Und kommt da erst wieder raus, wenn
immer picobello ist. Oh. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird das auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen, keine Streiche spielen. Was soll's? Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow. Ist das eben echt passiert? Weiß nicht. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Naja, der in der Mitte. Also... Wer? Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Oh, komm schon. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kumpel. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Hm. Wo kommt die Kiste her? Sieht brandneu aus. Von mir ist sie nicht. War vor kurzem jemand hier? Heute ist euer Glückstag, Vögelchen. Okay, Vogelfutter. Dann werden wir mal schnell die Vögel füttern. Die Vögel gehören belohnt für all die Jahre als Hauswächter. Danke für euren Einsatz, kleine Freunde. Marianne verwöhnte die Vögel immer. Sie konnte besser mit Tieren als mit Menschen. Das kann ich nachvollziehen. So, die Stelle war hier, ne? Sicher, dass du da rein willst? Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt. Alles okay da unten? Tyler? Oh, das ist nicht lustig! Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Alles klar. Diesmal gehe ich wirklich rein.
Okay, wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Alles okay? Was ist passiert? Ich hab mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Wo bist du? Hi. Ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du, weißt nicht zufällig, wie man zur Luke kommt? Ich glaube schon. Wir finden es zusammen heraus. Drachen, voraus. Nach links, glaube ich. Okay. Dann nach den Kobolden wieder links. Wow. Hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Es ist lange her, Kumpel. Aber das ist eine Sackgasse, also... Nö, es war rechts. Mein Fehler. Du hattest recht. Natürlich. Ein Kobold vergisst nie, wo seine Schätze liegen. Nicht ein Pink. Es musste immer Pink sein. Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Aber ein Kobold bewahrt seine Schätze. Am Schatz vorbei. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Wir sind wirklich verbunden. Vorsicht vor dem wilden Jäger. Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Mariannes Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr. Komme. Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Ja, da wären wir. Da wären wir. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Okay.
Es reizt mich zwar total, weiterzuspielen, weil ich das echt spannend finde und auch gut erzählt. Aber wir haben jetzt eine Stunde wieder rum und diese einfach mal zocken Folgen wollte ich ja immer auf ungefähr eine Stunde begrenzen. Kein Licht, kein Strom. Deshalb werde ich jetzt an dieser Stelle hier auch aufhören. Und ja, also ich könnte mir ja auch vorstellen, echt eine Reihe daraus zu machen. Ne? Wie gesagt, ich finde das wirklich super spannend. Und mich interessiert das auch, wie die Geschichte hier weitergeht. Gerade auch mit diesen Stimmen und dieser Verbindung bei den beiden. Aber ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr das vielleicht selber auch schon gezockt habt und ob ich das vielleicht sogar als Let's Play-Reihe machen soll. Ich bedanke mich trotzdem bei euch erstmal fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.